Frankfurt, New York. Hin und zurück, zurück und hin. Hin und zurück, zurück und hin. Altes Leiden, Herr Williams. Würden Sie mal bitte das Formular ausfüllen. Was soll ich hier machen? Hier ist mein Schreiber. Das Formular? Füllen Sie mal das Formular. Hey, Mr. Williams. Mr. Williams. Sagen Sie, Sie können ja gar nicht sehen. Sie können ja gar nichts lesen. Ja, ich brauche ja auch nichts lesen. Ja. Und ich brauche ja auch nichts sehen. Ja, Moment mal. Hören Sie, Sie als Flugkapitän, wenn Sie landen, hören Sie, Sie müssen doch was sehen können. Das ist doch das A und O in der Luftfahrt. Lieber Herr Flugarzt, ich brauche beim Landen nichts sehen. Ich habe ja meine Apparaturen. Das ist aber sehr interessant. Immer wenn ich lande und ich bin zu tief, machen die Apparaturen... Und wie machen Sie? Bitte? Wie machen die Armaturen? Und wenn ich zu hoch bin, machen die Armaturen... Und dann suche ich mir einfach einen Weg zwischen... Und schon bin ich unten. Sagen Sie mal, Kapitän Williams, ich meine, es klingt ja sehr interessant. Taucht natürlich die wichtige Frage auf, wie verhalten Sie sich denn beim Start? Das ist noch viel, viel leichter. Sie müssen sich vorstellen, ich sitze in meinem Cockpit und rolle den Vogel über die Rollbahn zur Startbahn. Ja. Dann gebe ich nach Freigabe meinen vier Triebwerken vollen Schub. Ja. Ja. Und dann? Dann warte ich. Und dann? Dann warte ich immer noch. Ja. Und dann? Dann warte ich immer noch. Und dann? Ja, und wenn mein Co-Pilot macht, dann ziehe ich den Vogel langsam nach oben. Awesome.